Oida, was geht ab, Leute? TBT hier. Heute wieder mit einem Review zu einem der neuen Team Decks in The Dark Illusion. Sneak dieses Wochenende. Wir werden vorbeischauen, ein paar Videos drehen. Wir haben uns gestern die neuen TCG Only Team Decks angeschaut: Spiral und Subterra. Waren interessant, aber haben mich nicht so vom Hocker gehauen. Jetzt schauen wir uns mal die Clear Meets an. Nichts von denen Ultra Rare oder Secret Rare, also alles Super oder Rare oder Common. Haben 4 Monster, 3 Spielfeldzauberkarten, sehr überraschend, und eine Falle. Und das Themendeck basiert auch auf Spielfeldzauberkarten. Sehr interessant. Aber fangen wir mal an mit Triamid Dancer. Erde, Rock, Level 3. Also was mir gerade auffällt, ist irgendwie das dritte Themendeck, das in diesem Set Erde ist. Scheint wohl dieses Set fokussiert zu sein auf Erde. Also wie gesagt, Rock Level 3, 600 ATK, 1-9 Death. Und einmal auf Grunde kannst du eine Triamid-Karte in deinem Friedhof wählen, zurück in dein Deck mischen und alle deine Rock-Monster zurzeit erhalten 500 ATK und Death. Dann der zweite Effekt, den haben alle Triamid-Monster, und zwar in der gegnerischen Runde kannst du eine Triamid-Spielfeld-Zauberkarte wählen, die du kontrollierst, die auf den Friedhof schicken und dann eine Spielfeld-Zauberkarte, die Triamid ist, direkt von deinem Deck aktivieren, aber mit einem anderen Namen halt, als die, die du gerade auf den Friedhof geschickt hast. Und die Spielfeldzauberkarten aktivieren sich dann, ihre Effekte, nicht nur auf dem Feld, sondern auch im Friedhof, also sehr interessant. Aber dazu kommen wir gleich noch. Dann haben wir hier erstmal Triamid Hunter, auch Erde, auch Rock, auch Level 3, 1 wie ATK, 1100 Death. Sein Effekt ist jetzt, wenn eine offene Spielfeldzauberkarte auf dem Feld ist, kannst du zusätzlich noch einen enormes Summon von einem Rock Monster machen, durchführen. Und ansonsten, wie gesagt, der Effekt mit der Spielfeldzauberkarte im gegnerischen Zug. Als nächstes dann Triamid Master, der ist jetzt Level 4, dafür 1,8 ATK, nur 700 Death. Einmal pro Runde kannst du eine offene Triamid Karte, die du kontrollierst, also auch Monster, auf den Friedhof schicken und dann eine gesettete Karte auf dem Feld wählen und die zerstören. Ansonsten wieder der zweite Effekt, den alle haben. Ist ganz okay, sein Effekt. Dann als letztes Monster haben wir Triamid Sphinx. Der hat jetzt 10 Sterne, 2,5 ATK, 2,5 Death. Kann nicht genommelt werden. Nur gespecialt, indem du den Effekt von einer Triamid-Karte verwendest. Sonst kann er nicht gespecialt werden. Und falls eine offene Triamid-Karte, die du kontrollierst, außer Sphinx selbst, durch Kampf- oder Karteneffekt zerstört wird, kannst du den von der Hand specialen. Und die Sphinx erhält für jede Spielfeldzauberkarte mit unterschiedlichen Namen in deinem Friedhof 500 ATK und Death. Und Gegner kann nur den angreifen. Sozusagen das Bossmonster. Relativ schwach für ein Bossmonster. Aber schauen wir mal, was die Zauberkarten können. Dann wird als erstes Triamid Fortress. Alle deine Rockmonster erhalten 500 Defense. Keine ATK. Triamid Monster auf dem Feld können nicht zerstört werden durch Karteneffekte. Nicht schlecht. Und falls diese offene Karte von deiner Zone in den Friedhof gelegt wird, kannst du ein Tyramid-Monster in deinem Friedhof wählen und es zurück auf die Hand holen. Und die kann halt nur einmal pro Runde aktiviert werden. Solide Effekte. Schauen wir uns erstmal die anderen Spielfeld-Zauberkarten an. Dann wird als nächstes Triamid Cruiser. Jedes Mal, wenn ein Rock-Monster genommelt wird, kriegst du 500 Leben. Relativ nutzlos Effekt. Und wenn ein Triamid-Monster genommelt wird, kannst du eine Karte ziehen, musst aber dann wieder eine discarden. So, schauen wir mal, mit was man die mischen kann, dass man das halt ausnutzen kann mit dem Discard-Effekt. Ist nicht einmal pro Runde, sprich, wenn du den anderen hast, der nochmal normeln kann, kannst du das zweimal machen. Und falls die jetzt vom Feld geht, kannst du ein Triamid-Monster von deinem Deck auf die Hand suchen. Letzte Karte, Triamid King, also letzte Zauberkarte, die haben noch eine Falle. Triamid King Golem. Alle deine Rockmonster erhalten 500 ATK. Wenn ein Triamid-Monster, das du kontrollierst, kämpft, kann dein Gegner keine Karten oder Effekte aktivieren bis zum Ende des Damage Steps. Und falls sie geht, kannst du ein Triamid-Monster von deiner Hand specialen. Damit kann man halt zum Beispiel den großen Bossmonster beschwören. Schauen wir uns noch die Falle an. Triamid Puls, dauerhafte Falle. Einmal pro Runde kannst du 2 Karten von deinem Friedhof banishen. Aber die müssen Rock oder Field Spell sein.
also nicht irgendwas. Dann kannst du einen der folgenden Effekte aktivieren. Erstens, du kannst einen auf eine andere Karte wählen und die zerstören. Der andere Effekt, du kannst einen Rock-Monster in deinem Friedhof wählen und das Spezialbeschwören in Defense. Und Effekt Nummer 3, wähle bis zu 3 Spielfeld-Zauberkarten in deinem Friedhof und misch die zurück ins Deck, dann kannst du eine Karte ziehen. 3 ziemlich gute Effekte, auf jeden Fall. Also, denke, Friedhof kann man schnell mit den Zauberkarten füllen. Ich weiß jetzt so nicht, wie schnell man das mit den Erdemonstern füllen kann. Ich meine Rockmonstern. Der zweite Effekt ist auch interessant für jetzt ein anderes Deck, und zwar Rockstun. Mit dem Deck kenne ich mich ja auch gut aus. Vielleicht kann man es ja auch, also Rockstun mit den Triamids mischen. Ich weiß es noch nicht. Bin gespannt. Effekte waren jetzt nicht so überragend. Vor allem die Spielfeldzauberkarten. Die kann man, diese Tricks mit den Spielfeldzauberkarten kann man halt in der gegnerischen Runde machen. Problem ist, die machen in der gegnerischen Runde nichts. Also, die suchen dir Sachen auf die Hand, aber die stören halt den Gegner nicht. Wenn die irgendwie was schießen, was banishen können oder irgendwie blocken, aber die halt stören halt den Gegner nicht. Du suchst dir halt Sachen, aber er macht halt weiter seine Faxen, deswegen nicht so der Hit für mich. Aber wir werden sehen. Vielleicht wisst ihr, wie man die am besten spielt. Schreibt es unten in die Kommentare, falls euch das Deck interessiert. Mit welchem anderen Themendeck oder Karten man das am besten mischt. Ansonsten checkt noch die anderen Reviews ab zu den anderen Themendecks. Und bis dahin, leidet nicht. Hey, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Und checkt unsere Facebook-Seite ab. Da werden jetzt mehr Projekte kommen. Und natürlich checkt unsere Sponsoren ab. Kommt vorbei, schaut beim Funtainment München vorbei. Wir haben immer viel Spaß. Und vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Serious Business.